Verbotene Doppelbesteuerung. Der Bundesfinanzhof hat die Klagen abgewiesen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 31. Mai 2021 um 10 Uhr und um 11 Uhr hat der Bundesfinanzhof in den beiden bei ihm anhängigen Verfahren seine Entscheidung bekannt gegeben. Im ersten Verfahren hat der BFH die Klage, die Revision abgewiesen. Der BFH hat gesagt, dass in diesem ersten Verfahren, welches um 10 Uhr entschieden worden ist, keine verbotene doppelte Besteuerung vorliegen kann. Er hat aber ganz klare Festlegungen getroffen, wie die Doppelbesteuerung rechnerisch nachgewiesen werden kann und hat den Finanzämtern ganz grundsätzlich untersagt, bestimmte Freibeträge, zum Beispiel den Grundsteuerfreibetrag und andere Freibeträge, hier in die Berechnung mit hereinzunehmen. In dem zweiten Verfahren, welches 11 Uhr auch leider abgewiesen worden ist durch den BFH, hat der BFH ganz klar gesagt, dass private Renten keiner doppelten Besteuerung unterliegen können. So auch die Pressemitteilung, die wir hier auf der Internetseite vom Bundesfinanzhof nachgelesen haben. Ich werde, wenn die Urteile in Schriftform vorliegen, nochmals analysieren und nochmal reingucken in die Urteile, was wir daraus ziehen können, welchen Vorteil Sie daraus ziehen können. Auf jeden Fall ist eins klar, in dem erstgenannten Verfahren hat der BFH die Tür aufgemacht für viele Rentnerinnen und Rentner und auch für möglicherweise vorliegende Doppelbesteuerung, weil die Vorsitzende Richterin hier auch ganz klar gesagt hat, dass sie davon ausgeht, dass in anderen Fällen doppelte Besteuerung vorliegen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.